Fotografie ist halt Leidenschaft, Hobby und inzwischen Nebenberuf geworden. Also das erste Mal so eine Kamera in die Hand genommen, 2016, ist für mich so der Startschuss. Da kam mir so ein Gedanke, ich glaube, ich komme zu dem zurück, wo ich wahrscheinlich vorher schon war. Instagram, 3 Jahre, über 100.000 Follower generiert. Auch zu dir hochgeguckt, Mensch, Stefan Schäfer. Jetzt guckt er runter. Dieser Podcast wird unterstützt von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung im deutschen Onlineshop mit dem Rabattcode FOCUS-RABATT. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Hi und herzlich willkommen zur Folge 3 von Im Fokus. Heute mit unserem Special Guest Kai Hornung. Kai, herzlich willkommen. Danke. Morgen. Hi, hallo. Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, freut mich. Wir stehen heute im Harz, genau genommen. Wo? Am Oderteich, mit etwas weniger Wasser drin diesmal, weil trockener Sommer, wenig Regen. Aber ich glaube, es passt, wir haben dafür Nebel bestellt. Genau. Ja, und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und mit Kai. Jetzt würde mich mal direkt interessieren, Kai. Ja. Wie gehst du vor, wenn du jetzt an so einen Spot kommst? Okay, ich weiß, du warst schon mal hier. Wobei ich genau an diesem Spot hier, an der Stelle, habe ich noch nie gestanden. Perfekt, umso besser. Dann die Frage für dich, wie ist jetzt dein Workflow, wenn du jetzt hierher kommst, zu einem Spot, den du noch nicht kennst, deine Komposition zu finden? Mhm. Normalerweise nehme ich mir die Zeit und gehe ein bisschen rum, lasse die Landschaft auf mich wirken und schaue, wo ich einen Ort finde, wo ich das Gefühl habe, das repräsentiert diese Location am besten und versuche, mir ein Gefühl zu bekommen. Jetzt ist es so, dass das Licht natürlich jetzt schon interessant ist. Das heißt, es setzt mich eigentlich ein bisschen unter Druck. Man sieht so in dem aufsteigenden Nebel, dass da schon die Farbe mit drin ist. Das heißt, für mich innerer Impuls, gib hier ein bisschen Tempo und schau mal. Von daher ist jetzt gerade eigentlich eher eine Komposition so auf Nummer sicher. Ja. Wahrscheinlich die ich am Ende nicht nehmen werde, wenn ich das Bild bearbeite. Hast du jetzt einen Weitwinkel drauf? Ich habe jetzt einen Weitwinkel drauf, ja. Ja, okay. Wo bin ich im Moment bei 18 mm etwa? Das heißt, du nutzt jetzt wahrscheinlich diese Bäume hier auch so ein bisschen als natürlichen Rahmen. Genau, das habe ich jetzt auch gerade bei mir eingestellt. Ja. Weil ich wesentlich tiefer bin als du. Ich nehme jetzt die Wurzeln ein bisschen im Vordergrund mit drauf. Genau, so wie du das genommen hast, das erinnert mich total an, wo war das, Würzjoch? Dolomiten? Ja, Peitlerkofel. Ja, Peitlerkofel, genau. Mit totalen coolen Wurzeln. Mal schauen, mache ich vielleicht auch nochmal. Im Moment ist es so, dass ich sage, so diese Rahmung finde ich ganz cool. Muss aber gleich mal schauen. Könnte sein, dass ich diese Steine da unten noch mit auf dem Bild habe. Und dann habe ich, glaube ich, ein Problem mit dem Aufbau, weil dann auf einmal so ein komischer Mittelgrund ist. Das könnte so halb angeschnitten. Das könnte ein bisschen schwierig sein, auch mit diesem Strauch da. Der schreit schon wieder nach Wegstempeln in Photoshop. Also aber alles, was ich nicht in Bildbearbeitung machen muss, erledige ich lieber jetzt. Ja, klar. Fotografierst du mit Filtern? Immer weniger. Also ich werde ehrlich gesagt immer fauler, was das angeht. Wobei ich möchte mich auch möglichst wenig mit Equipment aufhalten. Mhm.
Und also jetzt auch in Island mit den Wasserfällen, ich versuche dann lieber mit einer ISO runterzugehen und dann tatsächlich die Blende zu schließen, ja, um keine Filter zu nutzen, aber manchmal kommst du nicht drum rum. Klar. Weil aber auch um deinen Workflow jetzt in der Postproduktion zu vereinfachen, sagst du auch Gradationsfilter, ach, ich muss ja sowieso genau Exposure stacken und dann. Ja, was ich total selten inzwischen mache, ist ein Blending von Reinbelichtung. Mhm, ja. Bin ich auch ein bisschen faul geworden. Weggekommen. Ja. Okay, ja. Wobei das Gute ist ja mit den hochwertigen Kameras, die haben so eine Dynamik. Eigentlich kommst du da ganz gut hin. Mit Sony kommst du da gut hin. Ja. Ja. Ah, nee, Nikon auch. Nur Canon, ja, noch hinterher. Dafür habe ich 11 Millimeter. Ja, ich mache hier tatsächlich jetzt gerade ein Focus-Stacking, weil es geht einfach gar nicht anders, ja, mit den Wurzeln im Vordergrund. Wobei ich sagen muss, ich habe immer noch relativ viel Freude an der Bildverarbeitung. Tatsächlich. Also ich habe damit damals angefangen. Ich habe erst mit Photoshop eigentlich angefangen, bevor ich mit der Fotografie richtig angefangen habe. Damals immer noch andere Bilder bearbeitet. Und deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen hängen geblieben. Also ich habe auch immer noch richtig viel Spaß an der Bildbearbeitung. Ich finde, das ist 50% meiner Fotografie, würde ich sagen, ist tatsächlich auch die Bildbearbeitung. Aber dann eher wirklich der künstlerische Ausdruck als jetzt, also für mich gehört jetzt Focus-Stacking oder auch im Dynamikbereich zusammenbringen, ist eher so Technik. Ja. Und da versuche ich mich möglichst sparsam mit zu beschäftigen. Also das, was halt nötig ist. Nee, es geht mir aber tatsächlich genauso, dass sich so ein bisschen das Ganze verschoben hat. Also früher war es viel exzessiver. So, da habe ich auch beim Fotografieren gar nicht großartig darauf geachtet, da alles schon so weit wie möglich zu optimieren, sondern da habe ich gesagt, ich kann es ja auch in Photoshop machen, das macht mir eigentlich noch viel mehr Spaß. Und davon bin ich auch komplett weggekommen. Aber das Coole ist ja, wenn du es ein bisschen gemacht hast und vor allen Dingen, wenn du dich mit Bildbearbeitung länger beschäftigst, du lernst ja auch, was du dann, also wenn du jetzt fotografierst, hast du eigentlich schon im Kopf, was kannst du später daraus machen und bereitest dein Material so vor. Das ist ein viel bewussteres Fotografieren. Und das ist auch was, wenn man so gefragt wird, ja, wie kann ich schnell erfolgreich werden beim Fotografieren und schnell schöne Bilder machen? Ich finde, das geht halt nicht schnell. Man denkt so, weil man eine Kamera hat und sofort ein Ergebnis auf dem Bildschirm sieht, ist das so total einfach. Aber es lohnt sich einfach mal viel Zeit damit zu verbringen, es zu erlernen. Ich meine, es ist nicht ohne ich muss auch sagen, Handwerk, ne? Ja, und vor allem, mir macht es auch immer extrem viel Spaß, neue Dinge in der Fotografie zu lernen. Also ich saug das immer so richtig auf. Ich gucke mir auch unglaublich gerne weiterhin YouTube-Videos an von anderen Fotografen. Ja. Ich nehme mir da wirklich richtig viel Zeit. Also abends würde ich mal behaupten, immer so 1-2 Stunden, wo ich nochmal richtig konsumiere und probiere, neue Sachen zu lernen. Ja, genau. Das, also viele verstehen nicht, wenn ich sage, dass Fotografie oder überhaupt so die Kunst fotografieren ist wie so eine Reise. Man sollte diese Reise eigentlich an sich genießen. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Abends nochmal Tutorial angucken oder andere Ideen. Ich habe neulich so einen Podcast gesehen, da ging es um Architekturfotografie, schwarz-weiß. Also etwas, was ich überhaupt nicht mache. Ja. Fand ich aber mega inspirierend. Und wie das Licht da gestaltet wurde, da kannst du immer was mitnehmen. Thank you.
Sonnenaufgang ist geschafft. Wir haben genug fotografiert. Kai, erste Frage an dich. Bist du zufrieden? Hast du was rausholen können? Das weiß ich dann immer, wenn ich zu Hause am Computer gucke. Da bin ich mir manchmal extrem unsicher, wenn ich vorher in das kleine Display an der Kamera schaue. Also wir hatten eine schöne Stimmung, als wir ankamen. Die hat aber um mich auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, vielleicht ist was von diesen Aufnahmen, wo ich ein bisschen mehr reingezoomt habe, dabei. Mal schauen. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen darüber beim Fotografieren gesprochen, dass du nicht so dieser typische oder nicht mehr dieser typische Fotograf bist, Landschaftsfotograf bist, der nur auf Weitwinkel geht. Aber zum Stil kommen wir noch. Mhm. Ich würde ein bisschen chronologisch vorgehen. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen beim Fotografieren, aber eigentlich müssen wir damit mal anfangen, dich mal ein bisschen vorzustellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so sehr kennen. Wobei ich es mir schwer vorstellen kann, weil bei Instagram bist du sehr, sehr bekannt inzwischen. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein, zwei Leute, die sagen, wer ist Kai Hornung eigentlich? Also vielleicht kannst du mal selber ganz kurz sagen, wie alt bist du, wo kommst du her, wie lange fotografierst du schon? So diese typischen, klassischen Fragen. Die Standards, genau. Den Text, den ich dann schon lange eingelernt habe. Nein. Ja, also ich komme aus Hannover, gebürtiger Mainzer, das wissen nicht so viele. Gebürtig vor 45 Jahren, also wahrscheinlich älter als die meisten, die jetzt hier zuschauen und als die beiden, die hier sitzen. zur Landschaftsfotografie bin ich noch nicht vor allzu langer Zeit gekommen, tatsächlich. 2016 habe ich damit angefangen. Das für mich zu entdecken war damals eine Dienstreise nach Irland, wo ich dann die Möglichkeit hatte, dort an der irischen Küste ein bisschen die Natur zu bestaunen und zu fotografieren. War auch das erste Mal, dass ich dann rausgesucht habe, wann geht die Sonne unter und diese Dinge, die Standards abzuarbeiten, und habe meine Liebe zur Landschaftsfotografie, Naturfotografie gefunden. Vorher war so Musik mein kreativer Output, und bin aber kein Profifotograf, sondern habe einen ganz normalen Beruf, bin Personalberater, mache das in Vollzeit. Ich habe zwei Kinder und Fotografie ist halt Leidenschaft, Hobby und inzwischen Nebenberuf geworden. Wie kriegst du das zeitlich auf die Reihe, wenn du jetzt sagst, Vollzeitberuf nebenbei noch? Zwei Kinder. Also wie findest du da überhaupt die Zeit, so oft in die Landschaft zu fahren und zu fotografieren zu gehen? Felix hat mich vorhin schon gefragt, sagte, du bist ja so viel unterwegs. Und dann meinte ich, also dieses Jahr war Island jetzt vor einer Woche die bislang einzige Reise. Es wirkt wahrscheinlich durch die vielen Bilder auf Instagram mehr, als es tatsächlich ist, dass ich unterwegs bin. Aber um die Frage zu beantworten, ist es eigentlich ein ständiger Kampf mit der Zeit. Also ich würde mir wünschen, der Tag hätte 40 Stunden. Aber wahrscheinlich, wenn er 40 Stunden hätte, würde ich dann 60 wollen. Ja. Man ist ja da irgendwie unersättlich. Es ist schon schwierig, tatsächlich. Aber da es eine Leidenschaft ist, ich das unheimlich gerne mache und ich das genieße, kreativ zu sein, verbringe ich damit meine Freizeit. Und anstatt dann eben abends am Wochenende in eine Bar zu gehen oder ins Fußballstadion oder ähnliches, sitze ich dann am Rechner, bearbeite Bilder oder gehe raus und fotografiere. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist es dann so, dass du blockweise fotografieren gehst, wie zum Beispiel, du buchst jetzt eine Reise nach Island, fotografierst dann da ein, zwei Wochen hardcore-mäßig, machst vielleicht 300 Bilder, die man irgendwie veröffentlichen kann, oder gehst du trotz deines Vollzeitjobs zum Beispiel jetzt mal zum Sonnenaufgang nochmal los, irgendwo in der Heimat, passt das dann zeitlich auch noch? Also da mache ich wenig. Wobei jetzt mit Corona war es so, ich war in Nordhessen, im Kellerwald zum Beispiel, total schöne Gegend, habe da fotografiert, weil sonst wäre ich in diesem Jahr noch gar nicht rausgekommen. Mhm. Das ist irgendwie auch blöd. Aber ich war im Januar im Elbsandsteingebirge, habe da einen Vortrag gehalten, ein bisschen fotografiert, und ich glaube, dann lag die Kamera tatsächlich fast 3 Monate in der Ecke. Was ich, seitdem ich die Kamera in die Hand genommen habe, noch nie passiert ist. Und ich das auch nicht schön fand. Also ich habe sehr viele Bilder, die noch auf Bearbeitung warten. Von daher wird mir nicht langweilig, aber das kennt ihr auch. Nur zu Hause sitzen und bearbeiten. Also langweilig irgendwann. Ja, das ist halt nicht alles. Ne? So, draußen sein und tatsächlich, ich meine, das ist ja das, was uns in die Natur gezogen hat. Das ist so dieser Genuss, draußen zu sein und das zu spüren. Ja. Woher nimmst du dann noch die Motivation? Also ich stelle es mir wahnsinnig krass vor. Jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Bürojob ist, den du machst. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, 9 oder 10 Stunden im Büro täglich zu sitzen. Wo nimmst du die Motivation her, dich vielleicht abends noch aufzuraffen, wirklich noch Bilder zu bearbeiten, wo du wahrscheinlich eh schon den ganzen Tag irgendwie auf dem Monitor gestarrt hast? Also passiert das tatsächlich so? Und wenn ja, woher nimmst du diese Energie, das immer noch zu machen? Gute Frage. Das ist die Leidenschaft tatsächlich. Also ich weiß, dass ich das Kreativsein brauche, auch als Ausgleich zum Job. Also ich bin Personalberater, von daher gucke ich nicht nur auf den Computer, sondern bin viel in Gesprächen mit Menschen. Mhm. Das wiederum setzt auch eine gewisse Kreativität voraus, aber eher in Beziehung mit anderen Personen. Ja.
Und ich weiß auch aus der Tätigkeit der Musik, wo ich seit meinen Teenagerjahren angefangen habe, Texte zu schreiben, zu singen, dass ich das brauche, um ein Stück weit Ausgleich zu haben. Also dieses Kreativsein, das ist einfach tief in mir drin. Und mit dem Älterwerden habe ich halt erkannt, wie wichtig das für mich ist. Also auch in der Zeit als Familie ganz wichtig war, bis zu der Trennung dann leider, wo ich dann für mich wieder entdeckt habe, okay, was gleicht mich eigentlich aus? Und das ist das Kreativsein. Was tut dir als Person gut? Ja. Also insoweit ist das gar nicht, also es gibt die Tage, ich komme nach Hause, bin einfach platt und dann läuft auch nichts mehr. Ne? Also dann ist doch, dann sitze ich vielleicht doch nochmal am Computer, schiebe so ein paar Regler in Lightroom hin und her, mach's dann aus und hab nichts geschafft eigentlich. Ja. Aber es gibt die anderen Tage, da kommst du in diesen Flow-Zustand. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, es bringt dir mehr Energie, als es dir quasi raubt. Okay, genau. Ja. Schön. Wann hat das Ganze bei dir angefangen? Also seit wann fotografierst du wirklich? Wie lange ist es her? Also das erste Mal so eine Kamera in die Hand genommen, das ist schon ewig her. Ich hatte so eine kleine Kompaktkamera, habe dann Reisen dokumentiert. Später, als mein Sohn geboren wurde, 2008, das erste Mal so eine Einsteiger-Spiegelreflex gekauft, um meinen Sohn halt abzulichten, was auch total Spaß gemacht hat. Aber 2016 ist für mich so der Startschuss, wo ich angefangen habe, mir dann auch wirklich Gedanken zu machen, wenn ich in der Natur fotografiere, wie komponiere ich ein Bild? Zig Stunden selbst probiert, aber auch YouTube-Clips geguckt, auch deine damals schon. Was mir einfach wahnsinnig geholfen hat beim Einstieg. Deshalb würde ich sagen, seit 2016 mache ich das und jetzt auch mit Instagram, ich glaube 2016 habe ich mich erstmal angefangen, Bilder wirklich hochzuladen. War da zwar irgendwie schon länger registriert, hatte aber gar keine Ahnung, wofür diese blöde App eigentlich gut ist. Was soll das? Hab dann später erkannt, das ist nicht blöd, ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, seit 2017 mache ich das auch ernsthafter. Ja. Cool. Wenn wir jetzt davon sprechen, du hast angefangen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber, als die Kameras noch aus waren, darüber gesprochen. Du hast ja auch so eine gewisse Wandlung vollzogen. Ne? Also am Anfang warst du eher der klassische Landschaftsfotograf, der oft mit dem Weitwinkel unterwegs ist. So dieses Potpourri, wo alles, was Rang und Namen hatte, war so in deinem Portfolio zu finden. Ne? Ja. So die Klassiker. Ne? Ja. 13, Hamneu, die Brücke. Ja. Und jetzt hast du aber so ein bisschen eine Stilwandlung vollzogen. Also wenn man jetzt so in dein Instagram-Profil guckt, dann findet man öfter auch mal abstraktere Bilder, beziehungsweise auch Fotos, wo man ein bisschen mehr reingezoomt hat. Wie kam es dazu? Wo hast du für dich dann gesagt, ich muss jetzt was ändern? Oder hast du das überhaupt so für dich bewusst entschieden? Oder ist es einfach durch Inspiration gekommen, unbewusst? Ich habe es eigentlich nicht bewusst entschieden. Und jetzt so während der Lockdown-Zeit, da kam mir so ein Gedanke. Ich glaube, ich komme zu dem zurück, wo ich wahrscheinlich vorher schon war. Und ich habe mich schon immer auch für Kunst, für abstrakte Kunst begeistert. Ich weiß noch, 2006 war ich in der MoMA in San Francisco und habe mir da so dieses riesen Gemälde von Mark Rothko angeguckt und finde diese Kunst einfach total cool. Dann habe ich mit Landschaftsfotografie angefangen und zum Einstieg, glaube ich, macht das auch jeder, reist zu diesen, wenn man kann, zu diesen Hotspots, Iconic Locations, den Hotspots, genau, und fotografiert die. Und ich glaube, also ich mag das auch immer noch. Auch jetzt in Island habe ich den einen oder anderen Hotspot besucht, weil es einfach traumhaft schöne Orte sind. Habe die dann auch fotografiert, habe aber das Gefühl, ich kann, also außer wenn die Bedingungen jetzt so dermaßen großartig sind, kann ich kaum was Neues reinbringen. Und inzwischen ist so, ich erinnere mich, da war ich jetzt am Dettifoss, auch einer der Touristen-Hotspots in Island, und habe kein einziges Bild weit aufgenommen, wo der ganze Wasserfall ist, sondern wirklich nur stark reingezoomt, wo diese Wasserfontänen ineinander brechen. Also sieht eher wie Gespenster aus, die da kommen. Ich habe das Gefühl, ich kann so eine Szene dann mehr zu mir selbst machen, mehr Ausdruck, genau, und mehr eigene Emotionen reinbringen. Und das, was ich fotografiere, jetzt viel mehr Kai Hornung ist. Das schließt nicht aus, dass ich nicht doch auch Weitwinkel habe und so die klassischen Aufnahmen. Da gibt es für mich im Übrigen auch kein, das ist besser oder schlechter. Manchmal klingt das ja auch so ein bisschen hochnäsig. Ne? Also das finde ich ist völlig falsch. Aber ich habe das Gefühl, dass bei den Szenen ich mehr von mir selbst reinpacken kann. Und das macht mir mehr Spaß. Was ich auch finde, ja, ich hatte mit meiner Freundin eine Diskussion darüber, dass man bei klassischer Landschaftsfotografie tatsächlich ja immer nur formal darüber sprechen kann. Es gibt ja jetzt nichts, wo der... Klar, natürlich kann ich irgendwie eine besondere Perspektive machen und so, aber es sind immer nur formale Kriterien. Wenn ich mir jetzt eine Malerei angucke, dann habe ich da viel mehr Metaphern, viel mehr geistige Tiefe. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo man irgendwo hin will als Künstler, dass man durch so Intimate-Shots eben irgendwie viel mehr
geistige Tiefe in so ein Bild reinbringen kann. Ne? Also ist für mich auch inzwischen immer wichtiger, warum das Bild? Mhm. Also was ist so die Geschichte? Warum nehme ich das auf? Und überhaupt nicht mehr wie? Also zum Einstieg, klar, die Kamerabeherrschung, erzähle ich euch nichts Neues, aber für jeden, der vielleicht einsteigt in die Fotografie, du musst die Kamera erstmal beherrschen. Und dann kommt, okay, jetzt suche ich mir das Element für den Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, mhm. damit das so funktioniert. Und man lernt, zu bestimmten Tageszeiten macht das vielleicht mehr Sinn. Und inzwischen, mir ist die Tageszeit, also wir sind zwar jetzt auch zum Sonnenaufgang hergekommen, aber wenn wir jetzt fotografieren würden, wo das Licht massenhaft blendet, hätte ich kein Problem damit, weil ich versuche, das dann zu adaptieren und zu gucken, da sind jetzt gerade ganz interessante Reflexionen im Wasser, es funkelt. Wie könnte ich denn das einfangen? Und das finde ich total spannend. Also sich mit den Bedingungen nicht noch anzufreunden. Mehr auseinanderzusetzen einfach. Ne? Und zu spielen tatsächlich und zu gucken, was kann ich aus dieser Szene rausnehmen. Ja. Und das ist gerade was macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, wenn ich diese andere Geschichte noch ewig weitermachen würde, im schlimmsten Fall hätte ich irgendwann vielleicht keinen Bock mehr, das zu tun. Ich weiß es nicht. Also die Weiterentwicklung ist natürlich total immer, natürlich dann irgendwie. Immer ja auch vor allem auch wichtig, ne? Dass man gerade so, wenn man das als Hobby macht oder auch als Beruf, ich sehe es bei mir selber auch, ich bilde mich eigentlich jeden Tag 1 bis 2 Stunden nach wie vor fort. Und du machst das, weil es dir Spaß macht? Ne? Weil es mir Spaß macht, genau. Also ich sitze wirklich abends dann entweder mit einem Buch oder auch vor YouTube und gucke mir dann 1 bis 2 Stunden dann nochmal Videos an und probiere das dann natürlich auch irgendwo umzusetzen und immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Und das ist ja eigentlich das, was den Spaß bringt. Ne, dass man immer wieder was Neues macht. Und wenn man immer nur altbewährte Sachen macht, gut, vielleicht geht man mal in eine neue Location, aber grundsätzlich macht man immer dasselbe. Das ist ja ich denke, wichtig ist, sich da auch nicht limitieren zu lassen. Ne? Also voll einfach dein künstlerisches Ding irgendwie zu machen. Ja. Nein, wir werden ja überflutet von Bildern. Die sehen wir überall, auch auf Instagram. Und wenn man sich so viele Sachen anguckt, manche Bilder wirken schon fast formalistisch. Also da gibt es das markante Vordergrundexemplar, ob es irgendeine Blume ist oder ein Stein, der muss dann halt da sein und irgendwas wird dahinter gesetzt. Das funktioniert auch oft. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil in der letzten Folge, wenn ihr die gesehen habt, haben wir mit Stefan Hefele genau darüber gesprochen. Und das ist genau ein markanter Punkt, was sein Stil zum Beispiel ausmacht. Ne? Oh, der hat gesagt, ich schätze den Stefan sehr. Ja, jetzt. Nein, das ist ja auch nicht negativ gemeint. Nein, überhaupt nicht negativ. Und jeder hat ja auch seine eigene Meinung. Das ist ja auch das Schöne an der Fotografie. Das ist ja eine Kunstform. Und ich sage auch immer wieder meinen Zuschauern zum Beispiel, es gibt kein richtig und kein falsch in der Fotografie. So ist es. Also vielleicht, wenn man ein Foto unscharf macht, dann ist das technisch falsch. Aber über Stil, finde ich, kann man nicht mit richtig oder falsch urteilen, sondern das ist sein persönlicher Geschmack. Ja. Und der eine mag es so, der andere so. Und das ist ja auch schön, dass es so vielfältig ist. Absolut. Genauso wie Musik vielfältig ist, genauso wie Malerei vielfältig ist. Ja. Ne? Aber worauf du wahrscheinlich raus wolltest, ist, dass es für einen selber irgendwann so repetitiv wird, wenn man quasi immer nach Schema F vorgeht. Ich musste neulich schmunzeln, befreundeter Fotograf hat eine Story gezeigt, der irgendwo war, vielleicht sogar in den Dolomiten war, nicht Stefan, und dann so laut sagte, jetzt brauche ich einen Vordergrund, weil irgendwie der Himmel so toll war. Ja. Und da musste ich schmunzeln, weil genau das ist so, also er hat das nicht so gemeint und ich kenne ihn auch, schätze ihn auch, der das da gemacht hat, aber es wirkte so wie, ich brauche jetzt formalistisch, da muss ein Vordergrund hin, erst dann funktioniert das Bild. Und tatsächlich ist es nicht so. Also ich habe mir letztes Jahr zum Beispiel, als ich nach Island gereist bin, bewusst vorgenommen, fotografiere ganz viel ohne Himmel. Mhm. Also nimm den Himmel bewusst raus und guck, was du aus der Szene machen kannst. Und das war für mich eigentlich gar keine Limitierung, sondern es hat mich eher geöffnet für Dinge, dass ich jetzt Dinge anders sehe. Also das fand ich für mich selbst total befreiend. Ja, sich einfach mal eine Vorgabe zu setzen. Mhm. Ne? Wir hatten früher, hatten wir so eine kleine Fotografengruppe, da war ich so 18 oder so, und da hatten wir immer so eine Challenge, eine Brennweite, 3 Fotos. Mhm. Und dann sind wir halt immer irgendwo hingefahren und haben tatsächlich das so versucht umzusetzen, dass jeder nur mit einer Brennweite und genau 3 Fotos. Und das war irgendwie total cool, weil da das was... Das klingt erst so gaga, ne? Das klingt total gaga, aber es bringt was in Gang und du öffnest dich irgendwie für zum Beispiel 50 Millimeter, womit ich eigentlich fast nie fotografiere zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, das Missverstehen vielleicht manche Einsteiger auch. Ich kriege fast täglich Nachrichten, wo ich gebeten werde, Tipps zu geben, wie man möglichst schnell erfolgreich mit Fotografie wird. Mhm. Also zum einen wüsste ich das auch gern. Ich bin so der falsche Ansprechpartner. Es kommt ja auch mal darauf an, wie man Erfolg definiert. Ne? Ja. Also für den einen ist, oder für viele ist, glaube ich, Erfolg in der Fotografie, wenn man
bekannt auf Social Media ist. Das ist, glaube ich, viele so definieren, viele definieren so den Erfolg. Ja, ja. Genau so interpretiere ich dann oft auch die Fragen. Wie werde ich schnell erfolgreich? Und man unterstellt, eine Kamera hat ja schnell ein Ergebnis. Dann gibt es Bildbearbeitungssoftware mit allen möglichen Möglichkeiten, teilweise auch vollautomatisiert, wo man auch schnell ein Ergebnis bekommt. Mhm. Und dann ist ja eigentlich die Gleichung schneller Ruhm. Mhm. Und so funktioniert, also das kann funktionieren, aber definitiv nicht in dem Bereich, in dem wir uns bewegen und auch für mich nicht, sondern es ist ein langsamer Prozess. Ne? Und genau das, was du sagst mit ich limitiere mich, ich probiere aus, ich versuche Dinge, ich mache eine Entwicklung. Vielleicht finde ich nächstes Jahr das, was ich gerade mache, auch Schrott. Mhm. Also ich habe ständig Phasen, wo ich auf meine Bilder gucke und sage, ey, was hast du denn da gemacht? Ja. Wieso hast du das hochgeladen? Das sieht scheußlich aus. Kenn ich. Inzwischen ist es so, das frustriert dann auch. Ne? Ja. Und inzwischen sehe ich das aber ist wie so ein kreatives Plateau. Da kommst du drauf, dann guckst du zurück, denkst du, oh Gott. Inzwischen weiß ich aber, hoffentlich ist das wieder ein Schritt nach vorne. Und meistens ist es das auch. Voll. Und das ist so eine lange Reise. Und ich glaube, die kannst du auch nicht abkürzen. Das ist auch, generell, glaube ich, in der Kreativbranche so. Ja. Also ich habe früher auch viel Grafikdesign zum Beispiel gemacht. Ich habe auch meine Webseite selber gebaut. Und ich setze ganz andere Maßstäbe an meine eigenen Sachen, als wenn ich für einen Kunden arbeite. Das soll gar nicht so jetzt klingen, für einen Kunden mache ich Larifari, aber da will ich es irgendwie, und das ist eigentlich auch total bescheuert, ich habe es schon von so vielen Leuten gehört, man darf nicht zu perfektionistisch sein, aber andererseits ist man es dann doch irgendwie bei den eigenen Sachen. Das fängt bei den Fotos an, das geht über die Webseite und ja, mein Logo sieht eigentlich auch total bekloppt aus, ich sollte es mal irgendwie extern machen lassen. Und so gefühlt habe ich immer so diese Selbstzweifel dann teilweise immer wieder, wo man sich dann so die Bilder anguckt und so sagt, ach, warum kriegt der andere es irgendwie gefühlt besser hin? Und dem geht's genauso. Und dem geht's genauso. Ja. Ja. Jeder kocht nur mit Wasser irgendwie. Natürlich. Ne? Ja. Ja. Aber was ich da noch zu deinem künstlerischen Prozess noch sagen wollte, es ist ja tatsächlich so, dass viele Maler auch so anfangen. Also sie fangen an mit ganz viel. Du hast ja auch mit viel Bildbearbeitung angefangen und Time Blendings und was weiß ich. Ne? Und dann so Schritt für Schritt immer mehr wegnehmen und reduzieren. Und ich glaube, wenn du das mal geschafft hast, dass du da auf so einen Stil kommst, dann glaube ich, hast du es künstlerisch geschafft. Also fertig bist du damit ja nie. Ne? Aber es fühlt sich gut an zumindest. Ne? Mhm. Ja, es ist genauso. Und ein gutes Beispiel auch mit den Malern. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, ich weiß nicht, war es Klimt, wen ich da gesehen habe. Ich finde das total faszinierend, wenn man sich bei Malern teilweise die verschiedenen Schaffensperioden anguckt. Ja. Da gibt es die blaue Phase, da gibt es die dunkle Phase, weil vielleicht das während des Ersten Weltkrieges gemacht wurde oder Wirtschaftskrise oder Trennung oder was auch immer. Und das kann man teilweise aus den Bildern rauslesen. Das finde ich total faszinierend, weil man merkt, dass in dem Künstler was passiert. Ja. Also sprich, das Bild, das lebt, es passiert mehr mit dem Bild, als man vielleicht beim Durchswipen auf Instagram sieht. Mhm. Und das finde ich total faszinierend und das finde ich begeisternd. Und wenn man das als Fotograf auch ein Stück weit schafft, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg. Ja. Egal, ob das jetzt, ob sich das rechnet, in welcher Form auch immer, aber für einen selbst ist es, glaube ich, eine hohe Befriedigung. Ja, klar. Jetzt haben wir gerade eben schon so ein bisschen das mal angerissenes Thema, dass du früher ja, sage ich mal, mehr so Digital Blending gemacht hast und solche Geschichten. Das hast du jetzt so ein bisschen reduziert. Mhm. Jetzt mal die Frage, macht es dir mehr Spaß, draußen zu fotografieren, draußen zu sein, oder macht es dir mehr Spaß, die Bilder fertig zu bearbeiten? Ich habe neulich meinen Sohn gefragt, der total gut und total gerne malt. Und dann meinte ich, wann bist du am glücklichsten, wenn das Bild fertig ist oder während du das Bild erstellst? Dann hat er kurz nachgedacht, hat mich angelächelt, sagte, Papa, während ich male. Und da habe ich auch gelächelt, meinte, geht mir genauso. Während des Entstehungsprozesses, und das ist für mich hier draußen in der Natur oder auch in der Bildbearbeitung, das ist für mich eigentlich gleichwertig. Da ist die größte Befriedigung. Wenn das Bild fertig ist, ja, das ist schön, weil das ist ja das Ergebnis, worauf wir hinarbeiten. Aber am zufriedensten, glücklichsten bin ich bei der Entstehung, also beim Schaffen. Mhm. Und für mich ist Bildbearbeitung immer noch total wichtig. Aber vorhin, als wir noch nicht vor der Kamera waren, sagte ich dir, diese Momente der Bildbearbeitung, wo ich maskiere oder wo ich jetzt ein Blending mache, Focus Stacking oder sowas, das ist für mich eher eine Korrektur oder eine Retusche, das finde ich jetzt eher unkreativ. Davor versuche ich mich eher zu drücken, weshalb ich zum Beispiel auch immer weniger Nachtaufnahmen habe, weil da muss ich Vordergrund und Sterne zusammen und dann vielleicht auch noch ein Stacking für den Himmel. Das ist mir viel zu technisch, ehrlich gesagt. Also
das mache ich immer seltener, wohingegen ich früher zig Stunden damit verbracht habe. Ich versuche eher zu gestalten, Licht zu lenken, Kontraste zu verschieben, Farben anzupassen. Das ist für mich kreativer und das macht total Spaß. Und da kann ein Bild auch echt lange dauern in der Bearbeitung. Ja. Gibt es für dich Fotografen, wo du sagst, die inspirieren dich? Wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal deine drei Fotografen, die dich am ehesten inspirieren. Vielleicht hast du da auch eine Wandlung gemacht, am Anfang natürlich, vielleicht andere Fotografen als jetzt. Aber kannst du uns da ein paar Namen nennen, die man sich mal angucken kann? Ja, sehr gerne. Da würde ich nennen den Alex Noriega aus Amerika. Mhm. David Thompson auch, Vereinigte Staaten. Der übrigens auch ein ganz feiner Kerl ist. Mit dem hatte ich eigentlich vor, mich im Rahmen der USA-Reise im Mai zu treffen. Aber sollte halt nicht sein. Und Hans Strand aus Schweden schätze ich auch unheimlich. Geht mehr in die Richtung, die jetzt gar nicht so sehr viel mit Licht malen. Also Hans Strand ist sogar eher sehr naturalistisch, aber einfach ein Meister der Komposition, genau. Also das sind so drei Namen, die fallen mir sofort ein. Und früher waren das tatsächlich durchaus andere. Okay, ja. So Dylan Toe wahrscheinlich. Oder Ryan Dyer. Finde ich immer noch toll. Ne? Elia Locardi, mit dessen Tutorials habe ich eigentlich angefangen, so diese Landschaftsbildbearbeitung zu lernen. Mark Adams oder sowas. Aber das ist was, die Bilder finde ich immer noch beeindruckend. Und es gibt da auch so Momente, wenn ich manchmal Bilder sehe, wo ich denke, ah, jetzt hätte ich Lust, nochmal so eins zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das bin ich nicht mehr. Bist du... Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich auch mit Elia Locardi länger unterhalten auf der Fotokina und ich habe auch seine Videotrainings gesehen. Super, super produziert, muss man ja wirklich neidlos anerkennen. Elia Locardi ist ja jemand, der geht eigentlich mit einem, vielleicht maximal zwei Fotos nach Hause, wenn er fotografieren geht. Weil er dann halt die Kamera wirklich den ganzen Abend irgendwie auf ein Stativ packt und dann fotografiert er halt durch und macht ja auch viel mit Timeblending und so weiter. Bist du auch jemand, der mit ein, zwei Ergebnissen nach Hause geht? Oder bist du jemand, der aus einer Shooting-Session, wenn wir jetzt hier so sind, mit 20 Ergebnissen nach Hause geht? Wenn wir Ergebnis als etwas definieren, wo ich verschiedene Einstellungen festhalte, dann sind das bestimmt eher die 20. Was ich am Ende wirklich veröffentliche, dann kann das wirklich nur eins sein. Ja. Aber so dieser Ansatz, ich bin jetzt an einem Spot und den halte ich durch, weil das Stativ darf ich auch nicht verändern. Nee, das ist mir zu statisch. Das ist mir auch dann zu langweilig irgendwann. Also ich habe, wenn ich so ein Shooting plane und mir im Internet angucke, wo ich hingehe, habe ich schon oftmals eine Vorstellung, so und so könnte das sein. Dann in Anführungsstrichen arbeite ich das ein Stück weit auch ab. Aber wie vorhin, wir haben diese eine Szene fotografiert und dann brach das Licht da hinten durch die Bäume und es gab so ein Gegenlicht, wo der Rand des Baumes so richtig leuchtete und ich glaube fast, das wird das beste Bild sein von heute. So ein Verdacht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber sowas entsteht nur, wenn man danach mal offen ist und rumgeht dynamisch und guckt. Dynamisch, genau. Und das macht mir mehr Spaß, als mich zu limitieren. Klingt gut. Aber ich kriege das auch immer nicht hin. Ich denke immer, es gibt noch eine bessere Komposition. Ja. Es ist echt irgendwie... Das ist wie Kind in einem Süßigkeitenladen. Ne? Ja. Da gibt's ja noch was Leckeres. Genau, ja. Ich habe bei mir tatsächlich so eine komplette Wandlung vollzogen. Also ich weiß noch damals, ich habe mich auch sehr von Elia Locardi inspirieren lassen. Und das ging so weit, dass ich auch wirklich eine Zeit lang auch auf dieses Timeblending gegangen bin und sehr viel wirklich nur mit einem Ergebnis oder auch nur mit einer Komposition nach Hause gegangen bin. Und das hat sich bei mir aber jetzt auch inzwischen wieder so ein bisschen geändert, weil die Art der Fotografie und auch die Art der Bildbearbeitung sich bei mir weiterentwickelt hat. Und dadurch bin ich auch mehr inzwischen wieder dahin gekommen, dass ich vielleicht mit zwei oder drei Kompositionen oder auch fertigen Ergebnissen nach Hause gehe. Also das ist wieder mehr geworden. Und aber das daran sieht man halt auch immer wieder diese Entwicklung, diese Lernkurve beziehungsweise die Entwicklungskurve. Ne? Ja, und das kann ja auch sein, dass du irgendwann wieder dazu zurückgehst. Natürlich, ne? Also es kann ja auch von Location zu Location unterschiedlich sein. Ja. Ich sag mal so, in so einer Landschaft braucht man sehr, sehr selten Timeblending. Ein Timeblending mache ich zum Beispiel eher, wenn ich eine Stadt fotografiere. Genau. Ne? Da brauche ich es eher, weil wenn ich einen Sonnenuntergang mit schönen Licht an der Stadt kombinieren will, dann brauchst du halt Timeblending. Seascape oder sowas. Ne? Ja. Genau. Ja, genau. Bei sowas auf jeden Fall. Wobei das ja mit mehreren Aufnahmen in einer Szene oder in einer Location nicht bedeutet, dass man irgendwie wild rumspringt und Schnappschüsse festhält, sondern das ist schon durchdacht. Also vorhin fragtest du ja auch so ein bisschen, wie ist dein Ablauf, wenn ich an einer Location ankomme und fotografiere. Da war es jetzt so, das Licht war relativ schnell
ganz ansprechend, so dass ich eher schneller losgelegt habe. Inzwischen gehe ich eigentlich eher länger rum und versuche das auf mich wirken zu lassen und für mich irgendwie ein Gefühl zu bekommen, wobei ich das auch gar nicht definieren kann. Also ich könnte nicht sagen, die und die Linien laufen jetzt, deshalb passiert dies. Das ist mehr ein intuitiver Prozess. Aber schon bewusst so, dass ich nicht klick, knips, 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 irgendwie 30 verschiedene Szenen festhalte, um am Ende mal zu gucken, was hängen bleibt. Das ist schon selektiv, aber dynamisch, wie du sagst. Ja. Klingt so abgefahren, aber ich glaube, man kann es nachvollziehen. Absolut. Ich denke, man versteht es relativ gut, was du meintest. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber wir wahrscheinlich noch Stunden reden können. Aber natürlich haben wir so ein bisschen Zeitbeschränkung hier in dem Podcast. Deswegen würde ich mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar haben uns wieder Zuschauer Bilder geschickt von Ihnen, Landschaftsbilder, die wir gemeinsam mal bewerten können und darüber diskutieren können. Ich würde das iPad einfach mal in die Hand geben mit dem ersten Foto. Danke dir. Natürlich ist erstmal deine Meinung besonders wichtig, aber Felix und ich, wir können natürlich auch ein bisschen was dazu sagen. Unseren Senf dazu. spontan, sehr schönes Bild, wirkt sehr aufgeräumt auf mich. Helligkeiten und Farben sind jetzt in der Spiegelung so ein bisschen schwer zu erkennen. Was mir spontan total gut gefällt, ist, dass die Zweige hier unter dem Horizont abschließen von dem See. Das wirkt wie zwei Bildebenen, die aber trotzdem harmonieren. Also wir haben die Bäume, den Waldbereich hier dahinter den Berg, unten den zugefrorenen See mit den Zweigen hier im Vordergrund. Das finde ich wirkt sehr sauber komponiert. Grenzt vielleicht, dass es ein bisschen steril vielleicht sogar werden könnte, weil es so aufgeräumt ist. Finde ich aber okay. Wenn ich das richtig erkenne, haben wir hier so ein paar Lichtpunkte in den Zweigen. Die sind relativ hell im Schnee. Würde ich den Tipp geben, vielleicht in der Bildbearbeitung das noch ein Tickchen abzudunkeln, weil es doch so ein bisschen stark raussticht. Wenn ich es richtig erkenne, haben wir auch so einen ziemlich deutlichen Blauton im Schnee hier vorne. Wenn das Eis ist, das ich nicht erkenne, dann würde das für mich passen. Sonst Schnee mit Blau würde ich eher noch ein bisschen Sättigung rausnehmen, so als kleinen Tipp. Denn das Auge wird ja meistens durch Helligkeit und auch Sättigung gelenkt. Und hier lenkt es mich dann irgendwann dann doch auch relativ schnell an den unteren Bildbereich, wo wir eine starke Sättigung haben. Super ist das Licht natürlich hinten auf den Bergen. Darf ich es mal hören? Gerne. Ja, wie du schon sagst, ne? Also es ist schön, dass es so diese ganz klar drei Ebenen hat. Ich finde eigentlich diesen Blau, diese Blautöne im Vordergrund ziemlich im Kontrast zu dem Gelb hinten eigentlich total komplementär schön, ganz gut. Ne? Ja. Ja. Das stimmt. Es ist vielleicht ein bisschen arg vignettiert da unten, finde ich. Also es sieht so aus, als würde es nach unten hin so künstlich noch ein bisschen dunkler gezogen worden sein. Framed natürlich das Bild dafür schöner, ne? Aber es würde vielleicht gar nicht so sehr auffallen, wenn diese hellen Bereiche in dem Schnee, wo die Zweige sind, nicht so hell wären. Das stimmt. Also so ein bisschen als Highlight setzen macht das schon Sinn. Aber manchmal empfiehlt es sich dann einfach nur die Kanten so ein ganz bisschen aufzuhellen. Das ist total subtil, wenn man das so sieht, aber es ist trotzdem effektvoll, weil das Auge dann unwillkürlich hinwandert. Genau, ja. Das ist, glaube ich, der Geroldsee, kann das sein? Mit dem Hütchen da hinten? Was, der Geroldsee? Das hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Wenn man weiter unten ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Lange her, dass ich da war. Und da war kein Schnee. Ja, stimmt, die Hütte sieht es. Ja. Ich bin schwer nicht zu sagen, schwer zu sagen. Was meinst du? Was ist der Bildtitel? Sieht man den da? Nee, ich habe die umbenannt. Ah, sehr gut. Aber die hatten auch alle keinen Bildtitel. Ah, okay. Die waren alle nur nach dem Kamerastandard benannt. Also ich muss sagen, ich finde das Bild auch sehr, sehr schön. Das, was ihr angesprochen habt, dass man das Bild quasi in mehrere Teile unterteilt. Das könnte ich auch so sehen. Andererseits, mein erster Gedanke war tatsächlich, schade, dass die Sträucher nicht so ein bisschen über den Horizont rüber wirken. Weil es dann mehr Verbindung gibt und es auch dreidimensionaler wirkt. Mhm. So wirkt es relativ zweidimensional für mich. Aber das kann halt auch gut sein. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nichts Schlechtes oder nichts Gutes, sondern das ist einfach, das sind verschiedene Meinungen. Mich würde es interessieren, wie es aussieht, wenn tatsächlich die Zweige so ein bisschen oder die Sträucher so ein bisschen rüberragen. Ansonsten kann ich mich komplett anschließen, was ihr gesagt habt. So ein sehr schönes Bild. Also kann man machen. Okay, gehen wir mal weiter ins nächste Bild. Oh, das ist jetzt was, ja, ich würde nicht sagen was Abstrakteres, aber auf jeden Fall kein klassischer Landschaftsshot, sondern da gehen wir eher in den Naturfotografiebereich. Ja.
Ja, sehr cool. Also spontan gefällt mir das erstmal richtig gut. Erstmal richtig gut, klingt so einschränkend, so ist gar nicht gemeint. Toll finde ich die verschiedenen Ebenen, die man hier hat. Es wirkt sehr, sehr plastisch. Ich glaube, hier wurde ganz viel mit Nachbelichten und Abwedeln, Dodge and Burn getan. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich diese hellen Flecken, ob das Schnee ist oder Staub oder Tauwasser, wie ich die so finde. Rechts sind die sehr markant. Spontan würde ich sagen, mir gefällt es wahrscheinlich noch besser, wenn man das nicht so sehr sieht, diese Highlights da nicht so markant sind. Dann wäre die Wirkung noch viel mehr auf diesen auf Farnblättern, die an sich, ich mag das total gerne, so von oben drauf und dann auch viel mit dunklen Bildbereichen gearbeitet. Ich finde, das zeichnet schon immer auch eine hohe Kunst der Bildbearbeitung aus, wenn man sich traut, auch mal mehr abzudunkeln, weil dann auch die kleinen Akzente, die man mit dem Licht setzt, noch deutlicher rüberkommen. Das finde ich hier sehr schön. Ich erinnere mich auch an ein Bild von Alex Noriega, der hat auch ein ganz tolles Bild mit Farnen. Da ist die Anordnung der Pflanzen jetzt noch harmonischer, als es hier ist. Hier ist es noch sehr, sag mal, sehr natürlich und damit auch ein Stück weit durcheinander. Das heißt, das Auge saust noch ein bisschen hin und her. Mhm. Ich suche Orientierung. Ich glaube, ich würde sie schneller finden, wenn diese hellen Bildpunkte, und ich weiß immer noch nicht, ob es Schnee ist, darf ich's mal sehen? Oder was anderes, wenn die nicht so drauf wären. Die machen es natürlich besonders. Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Also das ist dann auch echt was, das bleibt bestimmt hängen. Klar, aber es ist Tau tatsächlich. Oder ne? Tau, ja. Vielleicht an den Blättern rechts wäre ich möglicherweise geneigt, dort den Klonstempel ein bisschen zu nehmen in Photoshop und zu entschärfen. Ja. Ne? Also so ein paar rauszunehmen, damit wirklich nur so kleine Akzente drauf sind. Aber sonst finde ich das auch total schön mit diesen verschiedenen Ebenen, die so von vorne nach hinten tatsächlich... Und tolles Grün, tolles sagt das Grün. Ja. Ja, richtig, die Farben schön. Gefallen mir auch sehr gut. Nee, echt cool. Sehr gut. Dann geh doch gleich zum nächsten. Ah ja. Oh, warte mal, wir stellen es mal ein Hochformat. Mhm. Ich glaube, das ist lauter Brunnen, wenn ich das richtig erkenne. Mhm. Also ein eher bekannterer Fotospot. Also es ist wirklich stimmungsvoll. Bei den Nachtaufnahmen... Da tue ich mich generell immer so ein bisschen schwer, weil ganz viele Nachtaufnahmen gehen halt sehr in diesen Fantasy-Bereich. Und zwar deshalb, weil die Farbgebung immer sehr unterschiedlich ist. Mhm. Hier ist es auch so, der Himmel, wenn ich es richtig erkenne, da ist ziemlich viel Lila und Magenta im Himmel drin. Und der Horizont von der Lichtverschmutzung vermutlich sehr gelblich. Das wirkt zwar vom Farbrad, wirkt das gut miteinander und es ist... Ich glaube, sehr stark Geschmackssache. Ich habe aber Nachthimmel noch nie so gesehen. Und da bin ich tue mich selbst immer total schwer, Nachtbilder selbst zu bearbeiten, weil ich Ewigkeiten mit dem Weißabgleich rumspiele. Mal ist er mir zu blau oder zu kalt, dann ist er zu warm, damit zu schmutzig. Ich finde, es ist total schwer, da was Harmonisches hinzuzaubern. Ich mag aber am Ende eher die naturalistischeren Farben. Und hier ist es jetzt eher so tendenziell bunt, was meinen persönlichen Geschmack nicht so anspricht. Mhm. Ist aber sauber bearbeitet. Also ich sehe jetzt das Maskieren am Horizont, da sehe ich ein ganz bisschen was an dem hellsten Punkt, wo man eine dunkle Kante sieht. Ich zoome mal ein bisschen rein, ja. Da sieht man was vom Maskieren. Das kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Sonst ist es wahrscheinlich blaue Stunde mit der Stadt und dann den Nachthimmel hinten dran. Ganz viele Nachtaufnahmen funktionieren so. Kann man so machen, es wäre jetzt aber weniger mein... Dein Stil. Ja, was es auch gar nicht sein muss, ist nicht so ganz mein Fable, aber sauber gearbeitet. Bis auf den Horizont, wo man, wie gesagt, noch ein Tickchen nachkorrigieren könnte. Der ist auf jeden Fall auch super. Geile Stimmung mit dem Nebel da drin. Mhm. Lauter Brunnen, Wasserfall. Ist halt ziemlich viel drin im Bild. Es ist also viele Gebäude. Unfassbar viel, eigentlich müsste da noch ein Wasserfall sein, den habe ich gar nicht so genau gesehen, aber an der Stelle ist rechts, da einer, genau. Ja. Und dann noch die Milchstraße, die zum Glück nicht so sehr ballert vom Kontrast. Es gibt das ja ganz viele, die Milchstraße so mit wahnsinnig viel Kontrast versehen. Hatte zum Beispiel dann auch einen Effekt. Ich habe meine Milchstraße über den drei Zinnen von mir bearbeitet und ich fand die so nackt, weil sie diesen Kontrast nicht hatte. Und ich war total verunsichert, weil ich dachte, nee, eigentlich muss doch Milchstraße mega Kontrast haben. Ja. So sehe ich das immer im Internet. Bis ich mich aber dazu durchgerungen habe, nee, ich mache so, wie ich es finde. Finde sie aber immer noch nackt, weil man es so gewohnt ist inzwischen, dass die Milchstraße einfach wie krass Bombastfarben am Himmel ist. Ja, ne? Das stimmt. Manchmal verändert sich die Sichtweise, wenn man ganz viele Bilder so betrachtet.
Ja, die genau. Das ist eine sehr, sehr belebte Szene, um es so zu sagen. Das ist ja auch bei den ganzen amerikanischen Fotografen, die haben ja immer am Horizont irgendwie schon fast so eine Art Bleeding-Effekt, der da irgendwie so vorne... Eine Lichtbombe dahin geworfen. Ja, genau, ja. Total krass. Ja, ich finde es ein super schönes Bild. Für meinen Geschmack vielleicht tatsächlich auch ein bisschen too much, was ich auch irgendwie komisch finde, wenn es blaue Stunde fotografiert ist, warum keins der Häuser Licht anhat. Es wäre jetzt mal interessant, ob der Wasserfall, sieht man jetzt leider hier nicht, nee, da kommt ob der quasi kurz oder lang belichtet ist. Wäre mal interessant, ob es vielleicht ausgehend von der Tagesaufnahme dunkel gezogen und dann, aber ja, wie du sagst, sauber gearbeitet. An sich super. War wahrscheinlich ein mega tolles Erlebnis, da zu sein. Ich war noch nie da. Bestimmt, ja. Aber die Bilder, die ich gesehen habe oder die Videos, das sieht nach einem total tollen Ort aus. Ich kann mir vorstellen, dass der Fotograf hier wahnsinnig viel Spaß hatte. So Herr der Ringe-mäßig so ein bisschen. Definitiv, ja. Also ich finde das Bild auch sehr, sehr schön. Ich muss sagen, dieser dreidimensionale Effekt, der erzielt wird, mit den Häusern im Vordergrund, weiter hinten die Kirche, die schon so halb im Nebel liegt. Und dann natürlich ganz hinten die Berge. Das macht das Foto für mich sehr ansprechend. Das mit dem mit den knalligen Farben im Himmel, das sehe ich ähnlich. Wobei ich glaube nicht, dass er da großartig was in der Bildnachbearbeitung gemacht hat, sondern durch diese Lichtverschmutzung hast du wahrscheinlich diesen Effekt. Man müsste es halt noch ein Stück weit reduzieren. Aber ich glaube nicht, dass er das mit Absicht da reingebaut hat. Aber an sich so ein sehr schönes Bild. Okay, eins haben wir noch. Oh, ein sehr schöner Spiegelshot. Schöne Windmühle aufgenommen, das Ganze aber sehr moodyhaft mit extrem cooler Stimmung, wie ich finde. Jetzt ist das Ganze natürlich sehr symmetrisch aufgebaut, ne? durch die Spiegelung. Ich finde es spontan super. Was ich jetzt zu Hause machen würde, ich würde den Horizont mal absuchen, ob der ganz gerade ist. Ich hab irgendwie so, das mag aber auch die Spiegelung hier sein. Das Tolle ist ja, dass der Horizont im Nebel verschwimmt. Aber ich habe die Brücke, die links ein ganz bisschen runtergeht. Das ist aber wahrscheinlich der natürliche Zustand. Aber ich würde mal überprüfen, ob der Horizont 100% gerade ist. Kann man auch dann an der Ausrichtung der Mühle machen. Ich habe fast den Eindruck, es kippt minimalst. Aber davon abgesehen, finde ich das Bild Hammer. Auch hier mit den Farben ein bisschen schwierig zu erkennen. Kann sein, dass oben vielleicht das noch ein bisschen dunkel zuläuft. Das könnte man noch ein ganz Tickchen auflockern von der Sättigung. Aber Stimmung ist super. Und diese, hier kann man wieder sagen, Drittelregelung. Ne? Also die kann mal funktionieren, muss aber nicht. Hier ist es sehr aufgeräumt. In der Mitte zentral die Mühle und dann links und rechts der Horizont. Ich find's super. Mhm. Richtig toll. Hat eine richtig intensive Stimmung auf mich. Und toll finde ich auch, das, was ich hier an den Farben sehe, dass die an sich nicht so ballern. Das stimmt, ja. Es ist sehr beruhigt. Auch, also dieser ganze symmetrische Bildaufbau trägt mit der Stimmung zu diesem komplett ruhigen, ja, also total ruhige Bildwirkung. Ne? Wunderschön. Und es wirkt auf mich auch wirklich richtig sauber bearbeitet. Ja, also nicht überbearbeitet, sondern effektvoll reduziert. Möglicherweise aber viel Arbeit drin. Mhm. Manchmal sieht man das mit den Bildern ja gar nicht an. Das stimmt, sind oftmals die besten. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ja, auch hier mit den Büschen, die da so leicht im Nebel hängen, sieht total malerisch aus. Ja, finde ich auch. Richtig gut. Ich muss auch sagen, das Bild gefällt mir auch richtig gut. Das ist eigentlich so, dass, ja, wenn wir jetzt die vier Bilder miteinander vergleichen, würde ich sagen, ist das das beste Bild. Mhm. Ja, auch mein Favorit. Ja. Weil es die meiste Stimmung erzeugt, wie ihr schon sagt. Ich finde, also die Farben sehen schon echt gut aus. Ich finde fast, dass man sogar noch ein bisschen mehr Farbe rausnehmen kann. Also dieses Lila-Blau, das würde ich vielleicht noch so ein kleines bisschen reduzieren. Aber das ist wieder persönlicher Geschmack. Aber ansonsten so ein bisschen auch schwer mit der Spiegelung hier vielleicht zu sehen. Ja, aber das definitiv. Schwer zu erkennen, also das ist so ein Motiv, das braucht keine Farbe, um zu wirken. Richtig, genau. Also auch ein schöner Kontrast, auch in der Windmühle dann vorne drin, dass auch die Bäume im Hintergrund wieder so ein bisschen im Nebel verschwinden. Also wirklich klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also großes Lob an die Fotografen an der Stelle. Wir haben wirklich tolle Bilder heute gesehen. Ihr könnt natürlich im nächsten Interview bzw. im nächsten Podcast könnt ihr natürlich auch wieder Bilder einschicken. Den entsprechenden Aufruf werden wir dann natürlich wieder machen. So, wir haben ja noch ein großes Themengebiet, wo wir eigentlich auch so ein bisschen den Titel dieses Podcasts hergeholt haben. Instagram, beziehungsweise Social Media generell. Mhm. Wobei bei dir ganz speziell Instagram. Du hast ja selber gesagt, du hast 2016, 2017 ungefähr angefangen. Das heißt, ich gehe jetzt mal von 3 Jahren aus, die du intensiv auf Instagram bist. 3 Jahre, über 100.000 Follower generiert. Hast du irgendwas
Ich muss mal so direkt fragen, hast du Follower gekauft? Nee, habe ich nicht gemacht. Sehr gut. Könnte man vielleicht vermuten. Wobei, also ja, es ist eine große Zahl. Ne? Ich hoffe, es hat was mit der Bildqualität zu tun, hoffentlich. Wenn man so diese einzelnen Zahlen überspringt, 10.000, 20, 50, 70 und so, kommt einem das ja nicht mehr so viel vor. Auch jetzt, als ich die 100.000 dann da überschritten habe, das hat mich schon gefreut. Aber es fühlt sich alles genauso wie vorher an. Also das hat sich nichts verändert. Das hat sich nichts verändert. Ja. Nein. Und auch die Bedeutung ist unverändert. Und nein, es wird zwar immer regelmäßig angeboten, was zu kaufen, aber habe ich nie gemacht. Im Gegenteil, habe ich auch häufiger mir die Zahlen angeschaut, wie sich das so entwickelt. Man konnte dann ja auch mal gucken, wie es vielleicht bei anderen so läuft und habe durchaus auch manchmal namhafte Fotografen gesehen, die sprunghaft immer gefolgt, entfolgt sind. Das habe ich nie praktiziert. Damals habe ich auch mal Kollegen angeschrieben, meinte, du, das kann jeder sehen, wenn man Ninjalytics oder was auch immer anguckt. Warum machst du das? Mhm. Ja, um die Zahlen zu treiben. Also ich habe davon immer abgesehen, habe das nie gemacht. Tatsächlich muss man aber auch sagen, die Realität auf Instagram ist, ganz viel wird gekauft und verkauft. Das heißt, diese Clickfarms, die es in China gibt und wo auch immer, die klicken sich natürlich durch alle Accounts durch und folgen auch allen. Also ich weiß natürlich, dass bei diesen 100.000 auch zig Bot-Accounts dabei sein werden. Ja. Das kann ich gar nicht verhindern. Ich habe zwar manchmal angefangen, mir mal anzugucken, wer mir so folgt und teilweise auch welche blockiert, wo ich das den Verdacht hatte, das könnte ein Follower, ein Bot sein. In Extremstfällen habe ich es auch mal Instagram gemeldet. Da kam dann, die können nichts feststellen, dass das nicht passt. Irgendwann habe ich auch gedacht, okay, was soll's? Also muss ich mir jetzt Arbeit machen, diese Lawine irgendwie zu filtern? Das macht keinen Sinn. Führt ja auch zu nichts. Genau. Aber es führt dazu, dass ich mir ehrlich gesagt nicht viel auf diese Zahl einbilde, weil ich nicht weiß, wie groß. Also diese Arena ist mit, glaube ich, 102.000 Plätzen gerade gefüllt. Ich weiß aber nicht, wie viele Plätze tatsächlich besetzt sind. Mhm. Es werden ein paar Tausend sein, ja. Das freut mich über jeden, der auch wirklich da sitzt und sich meine Sachen anguckt. Und ich bin über jeden dankbar, der sich auch bei mir meldet und mir schreibt. Es ist eine echt kleine, tolle Community, die da entstanden ist. Aber ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass auch einige Plätze unbenutzt sind und dann computergeneriert sind. Mhm. Das finde ich doof. Ich habe auch zugesehen, da nie was aktiv zu beizutragen. Also habe nie was gekauft. Aber es ist, wie es ist. Hast du eine spezielle Strategie gehabt am Anfang, wo du gesagt hast, so könnte ich relativ schnell viele Follower generieren, beziehungsweise war das jemals dein Ziel? War es vielleicht, ich kann mir vorstellen, jetzt ist es, also so wie du klingst, ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr dein Ziel, aber war es vielleicht am Anfang mal dein Ziel, wo du mit dem Instagram angefangen hast, mit dem Instagram-Game, dass du gesagt hast, ja, ich hätte schon gerne, ich glaube, das ist ja auch völlig logisch und menschlich, ne? Also wenn man auf einem sozialen Netzwerk ist, dann möchte man natürlich auch Follower generieren. Aber hattest du da irgendeine Strategie, wo du gesagt hast, so könnte es funktionieren und so hat es dann am Ende auch funktioniert? Also eine richtige Strategie hatte ich eigentlich nicht. Was ich immer gemacht habe und was ich heute auch noch mache, ist, ich beantworte alle Mails, die kommen. Mhm. Ich habe manchmal Stories gesehen von Kollegen, die dann mit 25.000 Followern oder so sagten, ich kriege immer so viele Nachrichten, ich kann die gar nicht alle beantworten, bitte habt Verständnis dafür. Das ist auch okay, aber ich finde es unhöflich, wenn man angesprochen wird, nicht zu antworten. Ich antworte immer. Es sei denn, es ist wohl offensichtlich so, hi, und dann ist es irgend so ein Chatbot, der irgendwas will. Das lösche ich inzwischen auch, aber sonst sehe ich zu, dass ich immer antworte. Ich versuche auch immer noch die Kommentare, die ich kriege, die meisten zu beantworten. Das finde ich, das gehört sich ein Stück weit auch so. Als ich angefangen habe, das ist eigentlich vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mir zum Einstieg in die Bildbearbeitung ein Tutorial von Elijah Locardi gekauft und damit war verbunden auch eine Facebook-Gruppe. Und dort war damals ein Aufruf von einem Fotografen, den ich nicht kannte, ob man nicht eine Gruppe auf Instagram gründen wollen würde, um gegenseitig die Bilder zu beliken und zu kommentieren, weil das ja mehr Engagement darstellt und offensichtlich der Algorithmus von Instagram diese Accounts genau darauf anspringt und mehr zeigt. Ob das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich eine Gruppe gefunden. In der Gruppe bin ich immer noch drin. Wir haben das damals auch gegenseitig gepusht. Vielleicht hat das auch funktioniert. Ich glaube, ich war bei 2.500. Hat aber elendig gedauert, bis ich da irgendwie von dieser Zahl wegkam. Mhm. Ich habe das Gefühl, als ich dann das erste Mal in den Dolomiten war und solche Bilder hatte, die waren auf einmal deutlich populärer. Und dann stieg das so Stück für Stück an. Und seitdem eigentlich eine relativ gleichbleibende Entwicklung.
habe dann auch nichts mehr unternommen mit wir kommentieren, liken jetzt, um uns gegenseitig zu pushen, sondern es ist ein Freundeskreis, der entstanden ist. Also Mikkel ist dabei, Mats Peter in Iversen, die waren auch mit einer Gruppe. Das sind inzwischen Freunde geworden, mit denen ich da auch immer intensiv und regelmäßig in Kontakt bin, eigentlich täglich. Und da geht es nicht mehr darum, wie die Zahlen sich entwickeln, sondern das ist eigentlich unerheblich. Und überhaupt ein springender Punkt war für mich, ich glaube, es war 2018, zu dem Zeitpunkt fand ich das schon toll, wenn die Zahlen steigen. Ich war wahrscheinlich um die 18.000, 20.000 Follower rum. Und auf einmal lag der Account mehr oder weniger 2 Wochen brach. Ich habe genauso gepostet wie vorher. Ich glaube, wenn man aktiv ist, das mag Social Media immer. Also ich habe praktisch jeden Tag ein Bild hochgeladen, was ich auch nicht mehr so von dem Pensum mache. Und auf einmal innerhalb von 2 Wochen keine Reichweite mehr. Also ich konnte es sehen, auf einmal habe ich nur noch 1% meiner Follower überhaupt erreicht. Mhm. Es gab kaum noch Likes und es gab kaum noch neue Follower. Wie implodiert. Ja. Ich habe dann mal gegoogelt, Shadowban, gibt es sowas? Und das sind ja so, manche sagen, das ist ein Mythos, gibt es nicht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat mir das in der Zeit gezeigt, ist es eigentlich pieps egal, was du jetzt hochlädst, ob das ein besonders tolles Bild ist oder ein besonders schlechtes. Du bist eigentlich Spielball von dem, was da gerade Algorithmus generiert läuft. Ja. Genau. Anfangs hat mich das ein bisschen geärgert. Andererseits wusste ich, ich verdiene mein Geld nicht damit. Also so what? Mhm. Persönlicher Ehrgeiz, ja, aber kann man vielleicht auch übertreiben. Mich hat das eher entspannt. Und seitdem habe ich angefangen, auch bewusst Bilder zu posten, von denen ich ausging. So weniger ballernde Farben, vielleicht eher abstrakter. Das wird wahrscheinlich nicht so laufen, wie wenn ich den dramatischen Nordlichthimmel poste. Ja, klar. Und ja, teilweise sind die Zahlen dann eben auch eher runtergegangen. Dafür habe ich, glaube ich, andere Menschen angesprochen, die sagen, hey, der macht das, was er will. Mhm. Er ist trotzdem nahbar. Also auch in meinen Storys zeige ich mich ab und an. Ich glaube, das auch kommt ganz gut an. Also zumindest ist der Kontakt da. Wobei ich das auch, also ich mache es nicht, damit ich Reichweite generiere, sondern ich mache es, weil ich dort Kontakt mit den Menschen habe. Und ich finde, damit funktioniert Instagram auch heute noch fantastisch, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Es gibt eigentlich keine Einstiegsschwelle. Ich meine, wir haben uns auch über Instagram damals geschrieben. Stimmt, ja. Wir haben da auch angefangen. Ja. Früher habe ich zu dir hochgeguckt, als ich mit Fotografie angefangen habe, habe gesagt, Mensch, Stefan Schäfer, klasse. Jetzt kommt er runter. Nee. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aber inzwischen habe ich halt auch selbst mehr fotografiert. Natürlich. Mehr Erfahrung gesammelt. Und man kann dort einfach schreiben, auch mit Hans Strand, den ich vorhin als eine Inspirationsquelle nannte. Mit dem habe ich während Island hin und her geschrieben. Das ist einfach toll, sich mit anderen zu verständigen. Und dass du so nah dran bist. Auch ja, auf jeden Fall. An Leuten, die man so als völlig unerreichbar wähnt. Genau. Ne? Ja. Es ist ja, halt keine Kunstgalerie, sondern es ist ein Netzwerk. Und ich muss auch dazu sagen, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich meine, ja, es gibt Fotografen, die haben unglaublich viele Follower. Aber es sind ja trotzdem alles Menschen, die alle mit Wasser kochen. Ja. Und die meisten freuen sich auch darüber, wenn man mit denen in Kontakt tritt. Ja, und denen auch zeigt, hey, ich bin interessiert an deiner Arbeit. Weil wie kann man als Fotograf heutzutage noch mehr geschätzt werden, als wenn sich jemand mit seinen Bildern beschäftigt, länger als 2 Sekunden und dann vielleicht noch eine nette Nachricht verfasst. Das ist also, so, ja. Und genau das ist der wichtige Punkt. Die Zahl, okay, also es ist schön, manchmal lade ich auch immer noch Bilder hoch, wo ich weiß, okay, das wird wahrscheinlich jetzt eher populärer sein, brauche ich mal zwischendurch, weil wenn ich jetzt wiederum, wie gerade geschehen, nach Island reise und ich arbeite mit einem Camper-Unternehmen zusammen, dann muss ich denen Mehrwert bieten und ein Mehrwert für ein Unternehmen, das mit mir arbeitet, ist, dass ich eine Reichweite habe. Mhm, ja? Wenn ich jetzt 2000 Follower hätte, würden die wahrscheinlich nicht sagen, hey Kai, lass uns mal zusammenarbeiten. Ja. Also insoweit, um überhaupt so fotografieren zu können, wie ich das tue, muss ich natürlich ein Stück weit dann doch auch refinanzieren. Und das geht auch über so eine Zahl eher. Der echte Mehrwert ist aber genau das, was du sagst, Menschen zu treffen. Und das ist egal, ob das 2 sind oder 20, die sagen, hey, ich beschäftige mich mit deinem Bild ein bisschen länger als 0,2 Sekunden. Ja. Und das sehe ich gerade. Und übrigens folgende Emotion löst das bei mir aus. Das ist das Schönste, was du kriegen kannst. Perfektes Feedback. Ja. Ich finde, mittlerweile ist es aber auch ein bisschen so, dass wenn man jemanden trifft, den man jetzt vorher nicht kannte oder so, tatsächlich on location oder so, ist es ganz oft so, dass man sich an seiner Instagram-Follower-Zahl messen lassen muss. Da wird dann erstmal geguckt, wer bist du auf Instagram? Dann wird geschaut, ah ja, okay, 10.000, naja, So ein Quatsch. Wer ist noch da? So ungefähr. Also es ist und schon, ich finde das krass. Psychologisch gesehen, und ich erwische mich selber dabei, psychologisch gesehen,
klickt man eher auf Abonnieren, wenn der schon eine große Followerzahl hat. Das stimmt, ja. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich habe auch schon ganz viele kleine Fotografen auf Social Media gefunden, die unglaublich coole Fotos machen. Absolut. Aber die findet man schwerer und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber. Das ist dieser Herdentrieb wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Ja. Und aber es ist ja mit Musik genauso. Also guck dir die Charts an, Top 10. Das müssen ja nicht unbedingt die geilsten Songs sein oder das, was dir am meisten gefällt. Ne? Ja. Das ist halt populär, das spricht einen bestimmten Zeitgeist an. Das ist auch alles in Ordnung so. Aber wie du sagst, also ich kenne auch reihenweise Fotografen, die haben vergleichsweise wenige Follower, machen aber brillante Arbeit. Mhm. Und für mich ist die Wertigkeit viel höher. Also mich beeindrucken so hohe Zahlen nicht. Wobei, was man den meisten Leuten mit den hohen Zahlen wirklich ein Tribut oder Respekt zollen sollte, ist der Aufwand, die Arbeit, die dahinter steckt. Also wirklich sich da einzubringen, aktiv zu sein, das ist schon Arbeit. Ne? Also es wird nicht geschenkt, es sei denn gekauft, ja, gibt's auch, klar. Ist oftmals war, glaube ich, eher nicht so der Fall, zumindest nicht in den Landschaftsfotografenbereich, wo wir jetzt unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich eher Celebrity-Style. Mhm. Aber das ja aber auch für sich machen lassen oft. Ne? Genau. Also, ja. Und es gibt viele brillante Künstler, die sind halt auf Instagram, weil sie es auch irgendwie sein müssen. Man muss da präsent sein, betreiben es aber nicht aktiv und haben dann eine kleinere Followerzahl. Das ändert aber nichts an der Wertigkeit der Kunst. Null. Null. Ja. Null. Klar. Im Gegenteil, manchmal ist es vielleicht sogar so, je höher die Followerzahl, desto geringwertiger der Content. Der Content. Ja. Entsprechend. Hier ist der hochwertige Content rechts von mir. Meiner ist ein bisschen niedrigschwelliger. Wie ist es? Also du sagst ja, das ist viel Zeit, die du investieren musst. Jetzt hast du ja gerade erzählt, du antwortest fast auf jede Nachricht, die du bekommst. Du versuchst, die Kommentare zu beantworten. Jetzt hast du ja quasi da noch einen Riesenbatzen Arbeit neben deinem normalen Job und neben, du willst raus und fotografieren und Bilder bearbeiten. Ist ja Wahnsinn. Also wie viel Zeit würdest du schätzen, verbringst du am Tag zu damit, viel. Social Media zu machen? Ja, okay. Ja. Also Social Media beschränkt sich bei mir fast ausschließlich auf Instagram. Also Facebook wird für mich irgendwie immer unsympathischer. Das, was ich, also wenn ich die Bilder so sehe, ganz oft sind es immer dieselben, die ich im Feed habe. Mhm. Nicht immer sprechen die mich auch an. Und dann lande ich irgendwo ganz schnell bei irgendwelchen Posts mit ganz vielen Kommentaren, wo die aktuelle politische Situation besprochen wird oder was auch immer. Und dann bin ich da schon wieder raus. Das ist bei Instagram nicht so. Zu viel Zeit, wahrscheinlich sind es am Tag bestimmt 2 Stunden. Okay. Das mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich ist es zu viel Zeit. Mhm. Aber tatsächlich ja, jeden Kommentar oder jede Mail beantworten. Gerade wenn ich auf Touren bin, wie jetzt in Island, da habe ich wahrscheinlich 70 bis 100 Nachrichten am Tag, die ich da reinkriege. Boah, weil dann sich sehr viele darauf beziehen, dass es jetzt an einem Tag, wo nichts weiter ist, ist es deutlich ruhiger. Ne? Ja, das nimmt schon Zeit in Anspruch. Nicht immer bin ich dann auch so ausführlich in der Antwort, aber ich glaube, das versteht auch jeder. Klar. Wenn du auf Tour bist, hast du andere Sachen zu tun, ne? Ja, ja. Aber mal ganz kurz zwischengegrätscht. Ich habe zum Beispiel viele Leute, die auf meine Stories antworten, aber dann immer nur so mit diesem Emoji. Also immer so eine Flamme schicken, 100% oder keine Ahnung was. Dann gibt es von mir auch einen Doppel-Tap. Doppelklick, drauf. Aber keine Textantworten. Oder lieben Dank. Ich beantwortest du also auch alle. Ja. Respekt. Ja. Nicht schlecht. Weil, ganz ehrlich, also jeder, der Zeit in mich investiert, ja, also und selbst wenn es nur dieses Herzchen ist oder so, es ist ja trotzdem, zum einen offensichtlich hat man sich mit dem Content auseinandergesetzt, außer es ist Clickfarm, kann ich nicht ausschließen, aber bei manchen Accounts kennt man ja mit der Zeit. Da gibt es also einen Mensch, der mir Zeit widmet. Und das ist es mir wert, auch Zeit zu widmen. Mhm. Die habe ich nicht immer im selben Moment, das kann dann zeitverzögert sein. Vielleicht auch, dass ich nicht so viel Zeit investiere, aber den Moment zu schenken, ich finde, das ist nur fair. Wobei du ja schon auch quasi vorher schon was gibst, indem du an der Location stehst und zum Beispiel jetzt auf Island warst du ja immer wahnsinnig aktiv, dann tatsächlich auch mit den Leuten redest. Ne? Also finde ich schon krass, quasi so viel zu geben, dann kriegst du was zurück und dann gibst du nochmal. Also ist schon Wahnsinn, was du da an Energie auch reinsteckst. Ich würde es nicht tun, wenn es mir nicht auch Spaß macht. Ne? Also das ist so ein Interagieren. Und es gibt tatsächlich wahnsinnig viele tolle Menschen auf Instagram, die da aktiv sind und auch eben Kontakt mit mir halten. Mhm. Das bereitet mir Freude. Was ich dich auch noch fragen wollte, tatsächlich, du kommentierst ja auf Instagram jetzt eigentlich alles auf Englisch. Hast du das schon immer gemacht oder gab's eine Zeit, wo du das auch auf Deutsch noch gemacht hast? Also ganz zu Beginn habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich es nur Deutsch gemacht habe, aber zumindest zweisprachig gemacht, die Captions, diese Untertitel unter den Bildern,
dann in beiden Sprachen zu schreiben. Mir ist Englisch immer leicht gefallen, weil ich auch über die Musik immer auf Englisch gesungen habe und habe das von daher sehr früh mit Englisch angefangen, weil ich Instagram als eine internationale Plattform wahrgenommen habe. Und ich glaube, es war so um 2017 rum. Ich glaube, da ging das bei Instagram mit Stories los, dass man die machen konnte. Habe das dann auch mal probiert von der Dienstreise aus. Ich glaube, das war in Stuttgart aus einem Hotelzimmer. Habe auf Englisch gesprochen und gefragt, sagt mal, findet ihr das eigentlich bescheuert? Ich als deutscher Fotograf spreche jetzt Englisch mit euch oder ist das okay? Die Resonanz damals war, nee, mach mal, ist in Ordnung so. Es waren wenige Menschen, die es damals verfolgt haben, aber die Resonanz war zumindest ermutigend, das so weiter zu tun. Und seitdem habe ich das eigentlich immer auf Englisch gemacht. Na ja, gut, und jetzt inzwischen ist die Kommunikation, die ich über die Fotografie führe, tatsächlich überwiegend auf Englisch. Also sei es mit Kunden, die meist eher aus dem Ausland auch kommen, oder auch mit Interviewpartnern, ist doch überwiegend eher englischsprachig, sodass es inzwischen ganz natürlich ist, sich da auf Englisch zu verständigen. Wir sind hier eine Ausnahme. Ja, manchmal habe ich ja auch den Gedanken, eigentlich ein bisschen affig, dass ein deutscher Fotograf eher auf Englisch kommuniziert. Das klingt so wie gewollt für die Welt. So soll es nicht sein, aber tatsächlich hat sich eben das so dein ergeben. Netzwerk ist genau, auch für international. Mich ist, für mich ist es eher sagen, natürlich. Die Fotografie ist ja nicht auf ein Land beschränkt, sondern es ist international so. Genau. Ich habe auch ganz viele Freunde im Ausland, die fotografieren. Und das ist völlig natürlich, ne? Also ich kriege aber auch Deutsch relativ akzentfrei hin. Da ist wahrscheinlich auch die norddeutsche Herkunft noch förderlich. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, glaube ich, die viele interessieren wird, wenn sie jetzt selber so sich gedacht haben, oh Mensch, der Kai, der ist so erfolgreich auf Instagram. Auch wenn du Erfolg jetzt vielleicht anders definierst als andere, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass viele von euch wahrscheinlich sich denken, ich hätte auch gerne viele Follower auf Instagram. Das ist ja immer so dieser heilige Gral. Wie kriegt man viele Follower? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ne? Du bist sehr aktiv auf der Plattform, aber wenn du jetzt jemandem gegenüber sitzt, der dich genau das fragt und dich vielleicht nach drei Tipps fragt, was würdest du sagen? Der erste Tipp, den ich immer gebe, ist, sich nicht verrückt zu machen mit diesen Zahlen. Ja, man kann das immer studieren und analysieren. Es gibt dort auch Seiten im Internet, die man aufruft, um seinen eigenen Account zu durchforsten. Ich habe es erlebt von Kollegen und auch Bekannten, die dann teilweise irgendwann ausgestiegen sind, weil sie ausgebrannt hat. Das hat dann also keinen Spaß mehr gemacht. Von daher würde ich sagen, ja, nimm die Zahl zur Kenntnis, aber mach es nicht wegen der Zahl. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, sei zugänglich. Also hab im Sinn, keep in mind, dass es keine Kunstgalerie ist und keine Foto, also ist eine Fotoplattform, aber eigentlich ist das Foto nur ein Vehikel dazu, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Also nahbar sein und Kontakt zu halten. Mhm. Das kann man mega intensiv machen, dass man auch überall anders noch kommentiert und liked. Hast du das gemacht? Zu Beginn habe ich das auch häufiger gemacht, ja, aber das ist auch schon ewig her. Also die Zeit habe ich tatsächlich jetzt einfach nicht mehr. Ne? Genau, die habe ich nicht mehr. Also um meinen eigenen Account zu begleiten und da zurück zu kommentieren, zurückzuschreiben, das ist alles. Also woanders mache ich jetzt eigentlich echt selten, außer es sind jetzt Künstler, denen ich eh folge, wo ich sage, hey, das ist super gut, dann mache ich das. Aber überhaupt nicht mehr mit dem Gedanken, hey, damit mir jetzt wieder was zurückkommt. Das ist vielleicht der dritte Tipp. Das, was du da investierst in diese Plattform, mach das nicht mit der Absicht, dass du sofort was zurückkriegst. Weil wir Menschen sind ja auch nicht blöd. Und ich glaube, das durchschaut jeder. Wenn deine Aktion auf dieser Plattform danach riecht, dass du es nur tust, damit du was zurückkriegst, ich glaube, dann hast du verloren. Und dann macht es auch keinen Spaß. Also dann machst du das 2-3 Monate und dann gibst du auf. Dann ist das Community-Gedanke einfach auch nicht... Genau. Also um das jetzt mal als Beispiel runterzubrechen, nicht immer nur schreiben, hey, tolles Bild. Weil das schreibt jeder irgendwie, das ist so ein Copy-Pasting, sondern vielleicht wirklich sich mal 1-2 Minuten nehmen und einen vernünftigen Kommentar schreiben, wo man auch wirklich auf das Bild eingeht, ne? Wo man merkt, okay, das ist jetzt kein Copy-Paste, sondern das ist für dieses Bild geschrieben. Das, so ein Kommentar bringt wahrscheinlich 1000-mal mehr als, ein Kommentar in dieser Form bringt wahrscheinlich mehr als wenn du 50 Kommentare, tolles Bild schreibst. Ja. Aber wie siehst du das? Weil das finde ich in Communities tatsächlich mal ein bisschen schwierig mit Kritik. Also klar, konstruktive Kritik sowieso, aber ich habe trotzdem das Gefühl, auf Instagram ist es nicht so erwünscht, wenn man tatsächlich mal irgendwie kritikmäßig auf ein Bild eingeht und sagt, hey, coole Führungslinie, aber meinetwegen der Stein da unten, der stört mich total. Es ist sehr positiv alles, ne? Also ja. Das ist, also, ja. Muss ich auch sagen, und
Kommentare sind alle immer durchweg positiv eigentlich. Ja. Also zu schreiben, Bild ist scheiße, bringt ja auch nichts. Aber selbst Kritik auf hohem, oder selbst gute Kritik findet eigentlich selten statt. Ja, dann wird es eher nicht kommentiert und nicht geliked, als dass man irgendwie... Ja. Ist eigentlich auch schade, ne? Ich weiß noch, dass mir das anfangs sehr geholfen hat. Also ich kann mich noch an einen Kommentar erinnern, der war wiederum auf Facebook in meiner Anfangszeit, wo jemand sagte, Mensch, beachte mal die stürzenden Linien. Ich glaube, das war so ein Steg irgendwo an der Ostsee und tatsächlich Weitwinkel, nicht gerade gehaltenes Objektiv, also stürzen die Linien. Ich habe es nicht gesehen, weil gerade zu Beginn, manche Dinge sieht man im Bild, manche nicht. Ja. Ich war mega dankbar, das war zwar eher so wie nach dem Motto, du hast keine Ahnung, was du da machst, aber trotzdem hat es mich aufmerksam gemacht und ich war dankbar für diese Kritik. Ich bin auch heute noch extrem dankbar für Kritik. Tatsächlich nehme ich es aber auch so wahr wie ihr, das kommt eher selten. Mhm. Ich mache es aber auch so bei anderen, wenn mir was auffällt, Kritik eigentlich eher bei Fotografen, mit denen ich schon im Kontakt bin. Weil das andere ist ja wiederum, bei die meisten Menschen wollen keine Kritik. Ja. Die wollen nur hören, wie geil es ist. Lobhudelei. Selbst wenn es nicht geil ist. Und wenn ich dann einen Tipp geben würde, rechtfertigen sie sich oder gehen mich noch an, was mir eigentlich einfällt, das Bild zu kritisieren. Ist wie so ein Angriff, ne? Ja. Also belasse ich das auf meinen engeren Bekanntenkreis, wo ich weiß, da passt das. Besagte Fotogruppe zum Beispiel, da gibt es immer wieder mal Bilder rein, sagt, was habt ihr noch für Anregungen? Und wenn da irgendwo ein komischer Farbsaum an der Stelle ist, der mir nicht aufgefallen ist, bin ich mega dankbar, wenn das kommt. Mhm. Aber sonst, ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Ich werde auch immer wieder mal kontaktiert. Hast du nicht eine Anregung zu meinen Bildern? Und das Blödeste war halt, wenn ich da mal Kritik geäußert habe und die Person sagte, was willst du eigentlich von mir? ich wollte eigentlich nur hören, wie geil es ist. Ich denke so, okay, danke für die Zeit, die ich investiert habe. Mhm. Also hebe ich es auf für die Person, die ich kenne. Oder für die Kunden, die sagen, hey, ich nehme eine Stunde bei dir, gib mir mal Tipps für meine Bilder, dann mache ich das auch sehr intensiv und sehr gerne. Heißt Kunden, du bietest quasi tatsächlich so Art Workshops oder Coachings an? Ja, genau. Ah, okay. Ja, also das läuft online, so Workshops habe ich noch nicht gemacht, hatte ich zweimal versucht, die sind dann irgendwie geplatzt, aber sonst mache ich das online und dann auch sehr intensiv. Von über deine Portfolio-Kritik, Bildbearbeitung, ja. Cool, blenden wir hier ein. Sehr gerne. Oder können wir ja wieder nicht, ne? Wir können immer nichts einblenden. Wir schreiben es in die Videobeschreibung. Einfach bei Homepage Text oder einblenden, Instagram. Aber wir können es nicht anklickbar machen. Ah, okay. So. Na gut, dann blenden wir es halt ein. Sehr gut. Ja, aber wer auf die Homepage geht, der findet ja auch den Kontakt. Ja. Definitiv. Wir schreiben das auf jeden Fall auch alles unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr die Links dann auch wirklich direkt anklicken. Also alles, was ihr zu Kai finden könnt, verlinken wir da unten mal, obwohl alles wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber du hast schon ein bisschen, hast ja schon ein bisschen gestreut im Internet, aber deine Webseite, dein Instagram-Account und so weiter, packen wir da alles rein, da könnt ihr ihm dann folgen. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, würde ich sagen, wir nehmen noch ein paar Zuschauerfragen mit rein. Mhm. Da hat mir der Thomas Böld geschrieben. Hi Thomas. Ich würde gerne wissen, welchen künstlerischen Anspruch du an dich selbst hast und wo du deine Kunst in Zukunft siehst oder wo du damit hin möchtest. Und gibt es da eventuell Vorbilder, denen du nachstrebst? Also ein paar Namen hatten wir vorhin schon genannt. Und damit wir jetzt nicht noch eine Stunde dran hängen, ich glaube, ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, der aber auch irgendwie ständig wächst. Manchmal führt das auch zu Frustration, wenn man da am Bild sitzt und es vielleicht noch besser werden könnte. Ich möchte einfach ich sehe es mal als Reise, mich weiterzuentwickeln, zu verbessern, irgendwie künstlerisch zu wachsen. Das ist so ein Ziel und das ist mein Anspruch für die Zukunft. Okay, cool. Ulf Hauf, den kennst du, glaube ich, der hat gefragt, Akkus laden und frieren oder Standheizung im Camper an? Ja, Akku zählt mehr als Körperwärme. Also bezieht sich wahrscheinlich auf Island, wo ich gerade war. Da war es nachts kalt. Aber was bringt mir die Fotoreise, wenn ich keine geladenen Akkus für die Drohne oder für die Kamera habe? Also gibt es dann halt eine Decke oder eine Klamotten mehr. No pain, no gain. No pain, no gain. Ich habe noch eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar, wie lange brauchst du für deine Bildbearbeitung für ein Bild? Ich würde sagen, wenn ich richtig schnell bin, dann vielleicht 20 Minuten. Nach oben sind keine Grenzen. Also viele Bilder lasse ich inzwischen auch mal ein, zwei Tage liegen und nehme sie dann wieder oder noch länger, sodass ich im Schnitt wahrscheinlich eine Stunde pro Bild brauche, vielleicht bis zu zwei auch. Und wenn es ein Extremfall ist, sind es zig Stunden. Also Extremfall wäre dann irgendwie ein Timeblending oder sowas. Ja. Okay. Ja. Und manchmal landen die Bilder auch in der Tonne. Ist dann so. Klar. Letzte Frage zum Abschluss. Was sind deine Zukunftspläne? Ganz kurz beantwortet. Okay.
Ich würde gerne mal ein Buch veröffentlichen. Also erstmal kurzfristig geplant, irgendwann, wenn das wieder geht, Corona zulässt, eine Ausstellung mit meinen Bildern. Da war eigentlich auch schon konkret was geplant. Das wird aber noch kommen. Und das andere ist wirklich mittel- bis langfristig mal ein Buch. Zumindest ein E-Book, das schreibe ich auch schon. Und wenn sich's ergibt, vielleicht sogar zum in die Hand nehmen. Das wäre toll. Cool. Geht's in Richtung Lehrbuch? Schöne Pläne. Weniger. Ah, okay. Sehr cool. Mehr so die Gedanken, was hinter so einem Bild steckt und Storys da. Schön. Schöne Pläne. Cool. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Kai, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass danke du euch. Herzlichen Dank. Hier Spaß. Das mit uns gemacht hast, so früh aufgestanden bist. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls ihr noch Fragen an Kai habt, gehe ich auch mal davon aus, wenn du auf Instagram kommentierst, kannst du auf YouTube kommentieren. Der kommentiert bestimmt auch gerne eure Fragen unter dem Video. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Gäste, dann könnt ihr die auch gerne unten kommentieren. Ansonsten Kanal sehen wir uns abonnieren. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder und den Kanal abonnieren. Genau. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ey, Felix, Mann, wir sind in drei Minuten. Halt's nicht mehr aus. Es muss sein. Diese die hier wirklich. Also, wie kann man denn bitte einen halben Meter hier dran vorbeilaufen, wenn hier gerade 5 Kameras laufen? So, jetzt haben wir den Behindertenstatus erreicht. Wir haben hier technische Probleme. Regie, was machen wir da? Ja, naja, ich bin halt Profi. Ich bin Medienprofi, mein Freund. Ich kann jetzt alles. Wenn du mir sagst 20 Sekunden, dann mache ich dir das in 15.